Ja, meine Lieben, heute sind wir mal in Zschopau und werden heute live berichten von der Kundgebung in Zschopau und natürlich den Reden von Stefan Hartung und Martin Kohlmann. Freunde. Heute in der Garage entspannt. Es ist gemütlich, aber kalt und im Winter wird's bestimmt richtig hart. Die Feinen Sachsen haben natürlich auch wieder einen Infostand und einen Verkaufsstand aufgebaut. Ja, meine Lieben, etwas Musik haben wir natürlich auch. Das muss ja so sein bei einer Veranstaltung. Ja, es kommen immer wieder mal ein paar Leute hinzu, Freunde. Und nun die so dreckig bellen, um heute ruhig zu stehen. Ja, da schauen wir mal, was wir alles so hier im Angebot haben, Freunde. Ja, das T-Shirt habe ich gerade an, meine Lieben. Ja. Einen kleinen Überblick verschaffen. Ja, Freunde, die Polizeibehörde in Zschopau macht noch eine kleine Absperrung für uns, dass alles seine Ordnung hat, meine Lieben. Ja, so nach und nach kommen immer mehr Teilnehmer der Kundgebung. Die Park und Wälder draußen versteckt in tiefem Schnee. Der Martin ist noch nicht da, aber der wird sicher auch gleich eintreffen, meine Lieben. Und alte Schiffe und ich der hat zwischen das Plakat, der junge Mann, mal gucken, wo der drauf steht. Genau. Ja, mein schönen Turm hier aufnehme. Ich weiß zwar nicht, was das für ein Turm ist, aber das wird man sicher irgendwann mal erfahren, was das für ein Turm ist. Meine Freunde. Ist immer noch sehr warm. Freunde, die Sonne ist zwar weg, aber es ist immer noch sehr warm und schwül. Heute in Zschopau, meine Lieben. Ich werde nicht mehr leise sein, nicht mehr schweigsam sein, muss die Wahrheit sein. Nein, ich lass mir keine Vorwürfe machen. Nein, ich lass mir nicht mehr sagen, was ich sagen darf. Ich werde mich nicht länger stumm verstellen, ich will schweigen können, muss die Wahrheit erzählen. Ich lass mir nicht den Mund verbieten. Was ist denn hier rausgekommen in den Sachen? Weil ich noch selbst entscheiden kann. Na, hallo. Ja. Ja, Freunde, wie ihr seht, es kommen immer mehr Teilnehmer jetzt zusammen zur Kundgebung heute in Zschopau beim Stefan Hartung und Martin Kohlmann, Freunde. Ich weiß,
Ich gebe das Mikrofon zum Mike. Ja, schönen guten Abend. Hallo. Also, schönen guten Abend. Ich soll heute mal die Moderation übernehmen für das Ereignis heute Abend in Schobau. Als erstes muss ich hier die Auflagen, die wir so haben, erzählen. Und dazu wäre es schön, wenn alle mal hinter die Absperrung kommen, also in unsere Richtung, hier vorzu, von der Sparkasse weg. Ja, die weiteren Auflagen sind eigentlich relativ einfach, also wie immer keine Glasflaschen, kein Alkohol und auch keine Hunde, es sei denn, es sind Blindenhunde. Weil ich live gehe. Ja. Das mit dem Abstand brauchen wir nicht mehr. Ja, genau. Masken aufsetzen brauchen wir nicht. Grüße. Also, alles gut. Du bist auch Filmer. Zur heutigen Veranstaltung gibt es drei Redner. Und ich möchte aber auch mal vorher noch mal ein kurzes Wort sagen in eigener Sache, weil ich ja selber damit angesprochen wurde an dem Schobau, also an den Montagsspaziergängen, das sind ja lauter Rechte. Ja, so. Und da habe ich mal mir die Mühe gemacht und habe das mal recherchiert, was bedeutet das überhaupt, rechtsextrem zu sein. Ja, und da habe ich gefunden, von der Friedrich-Ebert-Stiftung, von einem Richard Stöss, der hat vier Merkmale des Rechtsextremismus mal aufgeschrieben. Das erste wäre übersteigerter Nationalismus, Beschwörung äußerer Bedrohung. So, wenn man Nationalismus jetzt zum Beispiel westliche Werte oder deutsche Werte nimmt, weiß ich nicht, wer das jetzt immer so erzählt, und äußere Bedrohung, also wer baut die jetzt auf? Der zweite Punkt ist die Negierung der universellen Freiheits- und Gleichheitsrechte der Menschen. Also ich weiß nicht, also wer zwischen Geimpften und Ungeimpften unterscheidet, ne? Und Ungeimpfte als faules Pack hinstellt, die nichts getan haben, um die Krise abzuwenden. Tja. Tendenzielle Gegnerschaft zu parlamentarisch-pluralistischen Systemen. Also die Zeitung lädt eine Hartung aus zur Podiumdiskothek. Wissen Sie, was das mit parlamentarisch-pluralistischem System zu tun hat? Und das gesellschaftliche Leitbild einer ethnisch homogenen Volksgemeinschaft mit einem Führer. Gut, einen Führer haben wir jetzt nicht so, aber gesellschaftliches Leitbild einer ethnisch homogenen Volksgemeinschaft, also am liebsten alle geimpft. Da frage ich mich doch, wer hier rechtsextrem ist. Damit würde ich jetzt zum nächsten Redner geben, dem Sieg aus Raum. Einfach überwältigt. Als ich das erste Mal hier stand, das war an einem, wer erinnert sich noch, an dem Ostermontag. Und da hat man mir dann gesagt, du darfst immer wieder kommen. Dann habe ich gedacht, da mache ich das mal, war und erschreckte wieder und bin dem Lauf der 130 Kilometer langen Schobau, die am Nordhang des Wichtelter Berges entspringt und dann bei Schweda ihren Lauf beendet, in die Stadt gekommen, oben am Berg des Schlosses Wildeck, am dicken Heinrich, und jetzt bin ich wieder bei euch. Danke, dass ihr mich wieder eingeladen habt. Mal ein bisschen noch ein kleines Wort. Ich darf nicht, ich soll bis 5 Minuten schwer zu versuchen. Was heißt denn Schobau überhaupt? Es kommt von dem slawischen Wort Skap, heißt Felsen oder Klippe, oder aus dem sorbischen Schistchen, Wiesen oder Gewinnen. Daniel Bendert-Kohl muss im Kinderbereich gearbeitet haben.
es gab nichts Schöneres, wenn ein 5-jähriges Mädchen mir den Hosenstall aufgemacht hat. Das ist grün. Daniel Benedetto. Oder eine Frau aus der Bürgerschaft von Hamburg, eine Frau Berg. Es ist schön, dass wir jeden Tag weniger Deutsche werden. Kennt ihr die Schlange von den Grünen? Ricarda Lange, die gesagt hat, wenn das Essen jetzt weniger wird, müssen die Deutschen halt die Portionen kleiner machen. Leute, die sind krank. Wohlstand hat mit Sattessen hat Wohlstand nichts zu tun. Das ist eine göttliche Gabe. Für Essen und Trinken sollten wir nicht einmal bezahlen. Das gehört einfach dazu. Was will die Frau noch, diese Frau Lang? Deutschland muss ein Einwandererstaat werden. Deutschland braucht jedes Jahr 400.000 Fachkräfte. Rechnen das mal hoch, mal 20. Wir sind jetzt noch maximal 60 Millionen, der Rest sind schon andere. Was bleibt von uns? Solche Leute regieren uns. Und selbst wenn das nur auf Landratsebene geht, wir müssen uns wehren. Es gibt eine Zeile aus dem Rapid. Wenn wir heute nicht aufstehen, sind wir morgen verloren. Nicht mehr da. Wollen wir das? Wollen wir den Sozialismus, den man uns wieder aufzwingen will? Frage: Sozialismus, Kommunismus. Wie Stalin, Lenin, 66 Millionen Tote. Mao Zedong, 25, der hat in den USA studiert, an der Yale-Universität. Mal nur so nebenbei, wer das alles so steuert. Pol Pot, Laos. Die hatten 2 Millionen, bitte? Kambodscha, Entschuldigung. Die hatten 2 Millionen Einwohner ungefähr. Oder vielleicht ein bisschen mehr. Der hat an der Sorbonne studiert in Paris. Der hat aber gemerkt, wenn ich das so weitermache, dass ich alle Brillenträger umbringe und Leute, die denken, bin ich eines Tages alleine, dann muss ich mich selber ums Essen kümmern. Das hat er schon begriffen, da muss er aufhören. Also Leute, es geht darum, wenn es nur um diese Landratswahl geht, wir müssen uns aufstellen, alles geht im Kleinen los. Wenn das Kind wächst, ist es erst so groß, dann wird es so, dann wird es so. Und dann hoffen wir, dass es weitergeht und besser wird und schlauer wird. Und das ist nicht mehr der Fall, wir rufen nur nach Berlin. Diese Politiker, was hat Mark Twain gesagt? Ich habe immer gedacht, wir werden von Schlauen regiert, die uns verarschen wollen. Oder ist es umgedreht? Wir haben Dumme dran, die Angst machen wollen. Was machen wir? Wir erleben das alles so, wie es ist. Ist alles schon mal da gewesen. So, nun gucken Sie alle schon auf die Uhr. Lena, ich bin heute der unbedeutendste Redner. Ich hoffe euch aber nicht gelangweilt. Wir fangen an im Kleinen, versuchen den Stefan zu unserem Mann zu machen. Und dann machen wir Schritt für Schritt, machen den Sächsen, befreien unser schönes Sachsen. Wir können allein leben. Wir haben die Kornkammer in Lommatz. Wir hatten einst die stärkste Industrie in Deutschland. Chemnitz. Wie hieß Chemnitz früher? Das sächsische Manchester. Wir können allein. Ach, mit dem Tino Gilbert hatte ich noch geredet. Und so, meinst du, ja, ihr wollt ja bei euch gehen und ihr wollt nicht mehr mit uns. Ja, das ist doch, hast du recht. Wo will man denn? Wo ist der Kaiser und König? Ich sag, das entscheidet das Volk, nicht wie bei euch. Ich sag, nimm mal Slowenien. Wie viele Slowenien-Einwohner? Reichlich 2 Millionen. Die haben eine starke Skisprung-Nationalmannschaft. Da zittern die Deutschen davor. Wenn die Deutschen gegen die Slowenen Handball spielen müssen, da zittern die. Was bedeutet, man muss Geld haben. Slowenien hat ungefähr ein BIP von 53 Milliarden Dollar. BIP.
meistens wisst ihr, was das heißt, oder? Bruttoinlandsprodukt. Wie viel hat Sachsen Einwohner? Reichlich 4, 4,5. Und was haben wir für ein BIP? Rund 160 Milliarden. Slowenien lebt allein. Oh nein, Slowenien kriegt Geld. Springen. Das bedeutet Schubau. Wir sind heute hier, um einen Mann zu unterstützen, den Sie hassen, weil er nicht das Gleiche tut wie Sie, uns zu hassen. So hätte ich das auf das Plakat geschrieben. Ich habe am 23. Mai die Veranstaltung im Erzhammer hautnah erlebt. Es war eine Schande der Demokratie. Was heißt Demokratie überhaupt? Selbst in dem Land, wo das Wort herkommt, aus Griechenland, hat man die Demokratie verböhnt. Die großen Philosophen, Sokrates und alle, wie sie hießen, haben gegen die Demokratie gestimmt. Kommt von einem Wort, von zwei Worten, Demos und Kraten. Demos hieß die Deme. Und die Deme war die herrschende Kaste in einem Ort, in einer Stadt. Und wenn die Kaste gut war, könnte es dem Volk durchaus gut gehen. Haben wir sowas? Und Kraten bedeutete den Karren ziehen. Also etwas tun für das Volk. Wer tut etwas? Niemand. Die Deme, der Adler. Und dann meinten wir, jetzt kommen die Bürger. Die Bürger, die gibt es heute noch. Aber das sind nur die Reichen in Hamburg und Bremen. Das ist die Bürgerschaft. Und jetzt sagen wir, das ist das Volk, die Demokratie. Nein, nein. Das Volk waren die Waffen tragen durften. Also die Armee. Und ganz unten, wo nichts mehr war, so wie heute, das sind wir. Das ist Demokratie. Wollen wir das? Ich nehme. Wir brauchen Menschen, die unabhängig sind, die aus Patriotismus und Uneigennutz sich für die Menschen hinstellen und sagen, das wollen wir tun. Und ich finde, da steht er. Wir leben in einer Diktatur. Ich habe sie gesehen, die sechs auf der Bühne. Es ging nicht um uns Menschen. Es ging nur um Geschacher, um den Posten. Um einen gut alimentierten Stuhl zu bekommen, auf dem sie sich ausruhen und gegen uns agieren können. Das Einzige, wo sie sich einig waren, den Galer niederzumachen. Aber da muss ich sagen, der Mann hat sich ganz klug und tapfer verteidigt. Das Schwächste war für mich, den sie gerne auf den Stuhl sitzen haben wollen. Schlimmst gar nicht, Rico Anton. Und Leute, das gibt's alles gar nicht, was da ist. Der Tino Günther, ihr seid hier in der Nähe, das ist gar nicht weit bis Seifen. Das ist der, der in seiner Werkstatt als Räuchermann die Merkel hat herstellen lassen. Entschuldigung, ihr seid alles gestanden, Leute, ich sag's. Ich habe seinen feuchten Traum an der Hose gesehen, als er über das Impfen gesprochen hat. Also sowas ist schlimm und traurig. Das ist alles abzulehnen. Und jetzt kann ich nur noch mal sagen, der Stefan hat aus dem Stand anderthalb Jahre Arbeit von uns Freien Sachsen dank euch allen 10% gemacht. Das ist aller Ehren wert. Ich habe nicht gewusst, dass eine absolute Mehrheit im Landrat, in der Landratswahl erforderlich ist. Und jetzt diese Geschacher um die Posten. Wenn ich in ein Bordell gehe, da sagt mir die Prostituierte, es kostet 70 und dafür mache ich dir das, das, das und das darfst du machen. Das ist schlimmer, dieses Geschacher, dieser Politouren, was wir momentan erleben. Die SPD
sagen wir heute nicht mehr SPD, sondern Spezialdemokraten. Gibt es ein Sprichwort, wer hat die Arbeiter schon immer beraten? Das waren die Sozialdemokraten. Ob das damals bei den Kriegskrediten war, zum Ersten Weltkrieg, als Karl Liebknecht gesprochen hat, was hat er gesagt? Wo steht der Feind? Im eigenen Land. Und wo steht er heute? Genau an derselben Stelle. Als es darum ging, um die Impfpflicht, gehörte unser Körper uns nicht. Und heute, in den Amerika hat man das gekippt, das Gesetz. Und was hat die SPD gemacht, als man den Paragraph 219a, also das Werbeverbot für die So, und da geht es also die Achtung der Menschenrechte, das Recht der Persönlichkeit auf Leben und freie Entfaltung, Volkssouveränität, Gewaltenteilung, Verantwortlichkeit der Regierung, Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, Unabhängigkeit der Gerichte, Mehrparteienprinzip, Chancengleichheit aller politischen Parteien und das Recht auf verfassungsgemäße Bildung und Ausübung einer Opposition. Also ich sag mal, damit kann ich leben. Alles außer Rasen, einfach Rasen. Damit kann ich leben. Damit gebe ich jetzt das Wort weiter an den nächsten Redner. Dann der Martin Höllmann. Ja. Hallo, Schobau. Scheint die Sonne nicht mehr so sah, da kann ich erstmal einen Hut vor euch ziehen, damit verbrenne ich mir nicht mehr die Platte. Ist schön, dass er mir zu Ehren heute für meinen Besuch auch die Chemnitzer Stadtflagge gehisst habt, blau-gelb. Ja, Schobau auch, ach so, ist sogar eure eigene, ja. In Chemnitz hatten wir die früher nie, unsere eigene Stadtfahne. Allerdings hängt die da. Also so ein Schritt Richtung Patriotismus, Lokalpatriotismus. Ja, ansonsten weiß ich gar nicht, was ich nach dem fulminanten Erstredner hier noch hinzuzufügen habe. Das ist ja schon alles hergeleitet worden. Ich will mal mit was anderem anfangen, mit einer Frage, die mir immer mal gestellt wird. Und auch so im Internet, als wenn hier von den Demos die Rede ist, dann habe ich neulich mal den Kommentar gelesen, ja, die Sachsen, die sind ja so dumm, die gehen noch für die Freiheit auf die Straße und merken gar nicht, dass sie sie schon längst wieder haben. Ja, gut, also die Kneipe ist wieder offen, ich sehe es. Das ist ja schon mal schön. Einkaufen gehen dürfen wir auch wieder. Und auch sonst, ja. Zug sagt keiner mehr was, wenn man sich nicht mehr vermummt. Also manchmal noch ganz selten, aber fast nie. Also es ist relativ normal. Man darf wieder normal leben, fast. Aber seit 2 Jahren wissen wir, dass das eben nicht mehr selbstverständlich ist. Und deswegen stehen wir nach wie vor montags hier und gehen nach wie vor spazieren. Seit 2 Jahren wissen wir, dass man uns mit einem Federzug alles wegnehmen kann. Und man versucht noch nicht mal mehr, das zu verstecken. Dass man uns alles verbieten kann und sämtliche Einkommensmöglichkeiten nehmen kann. Einfach so, ohne uns zu fragen. Tja, und das nennt sich dann, da hat der Vorredner schon darauf hingewiesen, die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Also demokratisch ist das ja, die wurden ja gewählt und dann haben die das beschlossen. Und so. Aber freiheitlich ist es nicht. Und dem Schwindel müssen wir auch widersprechen, dass das immer so getan wird, als würde das beides zusammengehören. Eine Demokratie, die kann auch zu einer Tyrannei entarten. Da haben sich die griechischen Philosophen schon lange kannt. Ja, muss nicht, schön ist, wenn sie es nicht macht, aber sie kann das. Und die griechischen Philosophen haben sich da schon viele Gedanken drüber gemacht und haben sogar beobachtet, dass das ziemlich häufig passiert. Und jetzt ist gerade mal wieder so eine Gelegenheit, wo es der Fall zu sein scheint. Und jetzt ist das nicht das einzige Thema. Wir haben ja damals schon gesagt, also um die Leute zu vereinigen, gegen ein bestimmtes Ziel oder hinter sich zu kriegen, da ist ein Feind immer ganz gut. Also
Äußerer, da kann man gut zusammenrücken. In innerer, das ist noch gefährlicher, weil da kann überall sein. Und mit Corona haben wir die noch praktischere Variante erlebt. Ein unsichtbarer Feind, das ist das Effektivste. Weil den sehen wir alle nicht und der bedroht uns aber alle. Da müssen wir Tag und Nacht Angst haben und darauf trauen, dass uns die tolle Regierung raushaut. Aber jetzt sind wir wieder zum äußeren Feind übergegangen, den man uns oft drücken will. Ja, man kann von dem Krieg in der Ukraine halten, was man will. Man muss das nicht alles gut finden, was die Russen da machen. Ich finde das auch nicht alles gut. Ich fand übrigens auch nicht alles gut, was die Ukrainer in den letzten 8 Jahren dort gemacht haben in den betroffenen Gebieten. Und ich fand aber zum Beispiel auch nicht gut, was vor 2 Jahren die Aserbaidschaner in Bergkarabach gemacht haben. Haben wir da was von Ölembargo gehört? Nee, das kaufen wir kräftig weiter, das Öl aus Aserbaidschan. Also steckt doch da was völlig anderes dahinter. Da geht es nicht darum, dass...